Beim jeweiligen Alter von Albert und Benoit in Jahren handelt es sich um natürliche Zahlen. Albert ist mindestens 20 Jahre älter als Benoit, aber Alberts Alter ist streng kleiner als das Dreifache des Alters von Benoit. Und die Summe von Alberts und von Benoits Alter ist streng kleiner als 50. Frage: Welche der folgenden Zahlen kann nicht Alberts Alter sein? Nennen wir x das Alter von Albert und y das Alter von Benoit. Wir wissen, dass x und y beide natürliche Zahlen sind. Da Albert mindestens 20 Jahre älter ist als Benoit, gilt x ist größer gleich y plus 20. Da Alberts Alter streng kleiner ist als das Dreifache des Alters von Benoit, gilt, dass x streng kleiner ist als 3 mal y. Und da die Summe von Alberts und Benoits Alter streng kleiner ist als 50, gilt, x plus y ist streng kleiner als 50. Jetzt verwandeln wir diese drei Ungleichungen, indem wir y alleine stellen. Wenn x größer gleich y plus 20 ist, dann bedeutet das, dass y kleiner gleich x minus 20 sein muss. Wenn x streng kleiner ist als 3y, dann heißt das, dass y streng größer sein muss als x Drittel. Und wenn x plus y streng kleiner ist als 50, dann heißt das, dass y streng kleiner sein muss als 50 minus x. Jetzt werden wir anhand dieser drei Ungleichungen überprüfen, welche Zahl nicht in Frage kommt. Versuchen wir a, das heißt x gleich 33. Wenn x 33 ist, dann muss y kleiner gleich 33 minus 20 sein. Das heißt also, y muss dann kleiner gleich 13 sein. Wenn x 33 ist, dann muss y streng größer sein als 33 Drittel, das heißt streng größer sein als 11. Wenn x 33 ist, dann muss y streng kleiner sein als 50 minus 33, also muss y streng kleiner als 17 sein. Diese drei Ungleichungen können sehr wohl in gleicher Zeit erfüllt sein, denn y gleich 12 erfüllt sie alle drei und 12 ist auch eine natürliche Zahl. Versuchen wir 37. Wenn x 37 ist, dann ist y kleiner gleich 37 minus 20, das heißt y ist dann kleiner gleich 17. Wenn x 37 ist, dann muss y streng größer sein als 37 Drittel, also muss y streng größer sein als 12,3 Periode. Und wenn x 37 ist, dann muss y streng kleiner sein als 50 minus 37, also muss y streng kleiner sein als 13. Aber y ist eine natürliche Zahl. Und eine natürliche Zahl, die streng zwischen 12,3 Periode und 13 liegt, gibt es nicht. Also ist 37 nicht möglich. Die Antwort auf die gestellte Frage ist also diese 37, das heißt Antwort E. Im nächsten Tutorial werden wir eine weitere Frage der Mathematik-Olympiade beantworten.